Heute, meine Lieben, möchte ich euch zum positiven Denken anregen. Wir begeben uns in Gefahr, dass die Angst unser ständiger Begleiter wird. Sie begleitet uns wie ein Schatten in unserem Leben, denn wir leben in einer Zeit von Gewalt, mit noch mehr Kriegen in der Welt und dem Terror. Ja, es ist schwierig in unserer Zeit. Die Völker vermischen sich in einem nicht überschaubaren Ausmaß, was auch unser Deutschland von innen heraus verändert. Das ist dramatisch und wurde auch von mehreren Astrologen vorausgesagt. Das erleben wir täglich immer wieder aufs Neue. Schon lange ist es nicht mehr so, wie es früher einmal war. Eine Veränderung, die nicht aufzuhalten ist. Doch wir haben Angst, um diese Angst zu stellen. Wir können mit dieser Angst am besten umgehen, wenn wir uns dieser Veränderung anpassen. Es ist doch jedem von uns bewusst, dass diese Veränderungen einfach da sind und wir irgendwie damit zurechtkommen müssen, es auch hinnehmen müssen, so schlimm es auch ist. Denken wir positiv und verjagen das Gefühl der Verunsicherung, das wie eine Seuche um uns zu greifen droht in unser Leben. Die Engel, insbesondere Erzengel Michael mit seinem blauen Schwert, unterstützen euch dabei. Aber auch andere Engel sind Himmelsboten. Ihr könnt sie rufen. Sie freuen sich, wenn sie gebraucht werden und stehen euch zur Seite. Positives Denken sollte euer erstes Gesetz sein und wirkt sich auf Gesundheit und seelisches Wohlbedenken sowie geistige Fähigkeiten auf die eigene Wahrnehmung aus. Dadurch kann die eigene Stimmung positiv beflügelt werden, was sich auf den Geist und Körper auswirkt. Disziplin, Vernunft und positives Denken sollen unser Ratgeber sein. Das ist wie der Frühling in der Natur, aber es kann auch ein Frühling der neuen Lebenssituation sein. Versucht den Kontakt zu den Engeln herzustellen. Bittet darum, dass sie euch die göttliche Liebe in euer Herz füllen. Dann könnt ihr diese Liebe weitergeben. Auch ich bin für euch da, wenn ihr Hilfe und Rat braucht. Die Telefonnummer, die ist hier unten. Ruft mich an, damit ich meine Hilfe weitergeben kann. In lichtvoller Liebe und Unterstützung der Engel grüße ich euch von ganzem Herzen. Eure Diria.